So. So langsam verliere ich die Geduld, China. Ich will antworten. Und zwar jetzt. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Ich war nur kurz mit ihm zusammen und er hat mir gar nichts gesagt. Gina ist wirklich mutig. Die werden aus ihr kein Wort herausbekommen. Ja. Bin ich vorhin mit der Maus hierher gefahren? Damit facht man das Feuer in Holzkaminen an. Wow. Ich nehme das hier mal mit. Wozu auch immer. Wie oft mir das jetzt schon passiert ist, dass wir hier irgendwas nicht gesehen haben. Was liegt da? Nichts. Sicher, Spiel? Das ist echt. So, Hemd haben wir schon. Und ich weiß, dass es von Runaway auch irgendwie noch ein Wimmelbildspiel gibt. Wie schlimm soll das denn werden? Wenn du hier schon so schlecht Sachen findest. Wie schlimm soll das denn dann mit dem Wimmelbildspiel werden? So, hier ist einfach nichts. Muss ich jetzt wirklich einfach ein bisschen gewartet haben, oder was? Das Eis schmilzt, weil die Sonne direkt darauf scheint, aber es würde noch schneller gehen, wenn die Kühltruhe nicht in Betrieb wäre. Ist das dein Ernst? Jetzt kann ich auch... Schon erledigt. Jetzt beginnt das Eis zu schmelzen. Wow. Sauber. Der Stecker ist nicht mehr in der Steckdose, der Deckel ist geöffnet und die pralle Sonne scheint auf das Eis. Ich glaube, dass das Eis im Nu schmelzen wird. Es ist schon einige Zeit vergangen. Schauen wir mal rein. Das Eis ist völlig weggetaut, aber die Kühltruhe ist voll mit Wasser. Ja, so kann ich das Wasser aus der Kühltruhe ablaufen lassen. Gut, dass da auch direkt ein Gulli ist. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nach, also, wenn Mensch so klingt, dann, ups. Fein. Ich glaube, dass ich sie ganz entleert habe. Das denkt der Mensch sie dann auch. So, können wir das jetzt wegschieben. Auf geht's. Jetzt, wo sie leer ist, kann ich sie bestimmt bewegen. Ja, eine Falltür. Die will ich aufkriegen. Ich wusste es. Etwas sagte mir, dass ich die Lösung finden werde, wenn ich die schwere Kühltruhe bewegen kann. Da ist ein Schloss. Sie ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ich muss versuchen, dass... Ja, gut. Wir nehmen jetzt einfach mal das Naheliegendste. Da versuche ich, die Falltür aufzubrechen. Ach, das macht keinen Geschafft. Sinn. Geschafft. Jetzt kann ich aus dieser verdammten Hütte fliehen. Das Wegschieben klang übrigens gerade wie das sehr, sehr langsame Öffnen eines Reißverschlusses, den man dann auch noch downgepitcht hat egal. Jetzt, da ich das Vorhängeschloss fachgerecht entfernt habe, werde ich sie problemlos öffnen können. Famous last words. In Ordnung. Ich glaube, dass ich rauskäme, wenn ich unter die Hütte krieche. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf nicht auf der Vorderseite auftauchen. Sie würden mich entdecken. Los geht's. Ich bin draußen. Ich verstecke mich hinter dem Felsen dort. Ich muss nachdenken. Wo kommst du denn her, mein Schöner? Hallo. Ich... Ach, er ist gekommen, um uns zu retten! Er ist gekommen, um uns zu retten! Um euch zu retten? Aber ich bin derjenige, der... Diese Ratte von Jules schickt dich, oder? Jules? Wartet mal, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin gerade aus der Hütte da hinten geflohen. Ein paar Mafiosi haben mich gefangen gehalten. Mich und meine... Und eine Freundin. Ihr müsst mir helfen, sie zu befreien. Ihr Leben ist in Gefahr. Ich war vor einiger Zeit in der Hütte. Wir sahen einen Hubschrauber ankommen und ich ging dorthin, um Hilfe zu holen.
Aber ein Typ mit einer Augenklappe sagte mir, dass ich verschwinden solle. Er meinte auch, dass ich mich nicht nochmal blicken lassen soll, wenn ich nicht als Geierfutter enden will. Auch wir sind in Schwierigkeiten, wie du siehst. Wir sind Künstlerinnen und machen eine Tour durch das ganze Land. Seit mehr als einer Woche ist unser Bus kaputt. Er ließ uns mitten in der Wüste im Stich. Jules, der Fahrer, der uns auf dieser Tour begleitete, ging auf Hilfesuche. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich wette, dass dieser Schweinehund mit dem ganzen Geld, das wir ihm gegeben haben, auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Jules sagte, dass er eine Abkürzung durch die Wüste kennt und wir dadurch schneller in Las Vegas ankommen würden. Höchstwahrscheinlich hat das Schwein alles vorher geplant und er selbst hat den Bus zerlegt, um mit dem Geld abzuhauen und uns loszuwerden. Ich verstehe. Eure Lage ist nicht besser als meine. Aber bestimmt können wir gemeinsam einen Ausweg aus dieser heiklen Situation finden. Für mich ist das Wichtigste, Gina zu befreien. Diese Typen sind gefährlich und können sie jede Minute erledigen. Ihr müsst mir helfen. Versteh's bitte nicht falsch, aber von Tag zu Tag vertraue ich schönen Typen wie dir immer weniger. Wer ist Gina? Warum wird sie in der Hütte gefangen gehalten? Wer sind die Typen, vor denen du angeblich fliehst? Und vor allem, wer bist du? Das ist eine lange Geschichte und wir haben keine Zeit. Glaubt mir, ich gehöre zu den Guten. Und ich kann euch versichern, dass diese Typen sehr böse sind. Helft ihr mir? Übrigens, ich heiße Brian. Ich bin Carla. Und ich Mariola. Ich bin Lula. Und, ja, wir stehen auf, zu dir. Hast du schon irgendeinen Plan? Einen Plan? Klar, einen Plan, um deine Freundin zu befreien und uns alle von hier wegzubringen. Sie ist nicht meine Freundin und, ja, ich habe noch keinen Plan ausgearbeitet. Sie ist nicht deine Freundin? So ein hübscher Junge wie du hat keine Freundin? Dir gefallen keine Mädchen. Das ist es, oder? Okay, okay. Sie ist doch mein Mädchen. Und ich glaube, dass ich schon einen Plan habe. Doch? Lasst mich ein bisschen nachdenken. Ich möchte ihn reifen lassen. Ausreifen? Reifen? Währenddessen übe ich meinen neuen Tanzschritt. Ja. Und ich kehre zu meinem Sonnenbad zurück. Ich werde mich noch eine Weile ausruhen. Ich bin erschöpft. Ich hab's. Hört mal, möchtet ihr nicht meinen Plan hören? Besser, du erklärst ihn uns, wenn er komplett ist. Einverstanden, mein Süßer. Schon gut. Ich wollte euch nicht damit langweilen. Mal sehen. Gehen wir den Plan nochmal durch. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerle müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Keine Minute verlieren. Ginas Leben ist in Gefahr. An die Arbeit! Ich hatte vergessen, oder also nicht mehr auf dem Plan, wie schnell wir den dreien über den Weg laufen werden. Erinnert ihr euch daran, dass ich, als ich sagte, dass dieses Spiel nicht unbedingt gut gealtert ist? ja. Also, ja. Wobei ist es zu der Zeit schon recht offen mit diesem Thema umgegangen, wobei die halt natürlich, also, ich möchte jetzt hier nicht weiter groß über das Thema sprechen, wie klischeehaft das jetzt ist, bla blubber Sülz. Es ist ein Zeuge seiner Zeit, das Spiel. So. Aber die hatte ich noch gut in Erinnerung. Ja. Wo kommen wir denn? Ich finde es halt auch schön, dass sie die Musik, den Titelsong, in verschiedenen Versionen machen, sodass es halt benutzen können, wie sie wollen. Ne? Ah, ja. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Eieiei.
unbekannter Ort, unbekannter Ort, unbekannter Ort. Bus der Transvestiten, ja. So, und dann haben wir noch hier unbekannter Ort. Eieie, der Flugzeugfriedhof. Jo. Oh Gott. Ja. Also die Entwickler, die haben es irgendwie generell mit sonderbaren, wie soll man sagen, mit sonderbaren Szenerien, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, sonderbare Szenerien ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Auch The Next Big Thing ist auch seltsam. Und ja, gut, dieses Spiel ist halt auch... hat halt auch so seinen gewissen eigenen Charme, ja, also, aber gut, ist wie es ist. Und ich habe gerade mega Lust an die Sachen, hier habe ich alle keine so große Erinnerung mehr. Der ist Hütte der Killer, ja. An die drei Sachen nicht mehr so, aber hier möchte ich gerade mal hingehen. Ein Flugzeugfriedhof. Die meisten davon sind Militärflugzeuge. Ungefähr aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ah, ich erinnere mich. Oh Gott, ich glaube, wir werden längere Zeit hier bleiben. Ich glaube, wir sind längere Zeit hier. Beware the dog. Which dog? So, wir machen wieder unser Scanner-Mäuslein hier. Mauszeiger. In der Hoffnung, dass wir... was sehr gut hier natürlich. Die Anordnung stammt noch aus der Frühzeit des Luftkriegs. Während der Pilot das Flugzeug steuerte, bediente der Schütze das Maschinengewehr, um auf feindliche Maschinen zu schießen. Ich brauche mich nicht hineinzusetzen. Da das Flugzeug auf der Erde liegt, kann ich das Maschinengewehr vom Boden aus benutzen. Ja, ist ja gut. Ich dachte, du benutzt das Maschinengewehr. Es ist leicht verrostet, aber ich wette, wenn man es gut einölt, könnte es funktionieren. Gut, eigentlich sollte hier wenig rosten. In dieser Wüste hier. Es hat zu lange unbenutzt herumgestanden und lässt sich durch den Rost nicht mehr bewegen. Man müsste es gut einölen, um es benutzen zu können. Okay. Ein Helm aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Infanteriehelm. Der gehörte keinem Piloten. Egal, nimm mit. Er ist etwas alt, aber er kann mich vor ein paar Schlägen bewahren. Ach, der Plan. Gehen wir den Plan nochmal. Ich muss Dritte. Nein, danke, tschüss. So, weiter geht's. Was war das hier? Ich wette, dass die Einschusslöcher im Flugzeug von einer japanischen Zero stammen und den Absturz verursacht haben. Zu spät. Auch wenn ich alle Einschusslöcher schließen würde, könnte dieser Vogel nie wieder fliegen. Sage das nicht. Geiergeräusche. Ich wette, dass die... Okay, wir können uns hier jetzt jeden einzelnen... Okay, brauchen wir aber nicht. Unglaublich, wie sich diese Kampfflugzeuge weiterentwickelt haben. Was für ein Gesicht würde ein Pilot dieses Modells machen, wenn man ihn in das Cockpit einer F-18 setzen würde? Ja, oder in eine Raptor. Wobei die Raptor gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als das Spiel rauskam. Es würde mich nicht stören, für eine kleine Weile Kampfpilot zu sein. Aber nein, es würde keinen Spaß machen, sich da hineinzusetzen, wenn man sich den Zustand des Flugzeugs ansieht. Hätte ich jetzt schon gefeiert, wenn er da reinspringt und machen würde. Das hätte Rufus getan. Ist Rufus. Guck mal, da ist eine Ölkanne. Da! Warum können wir die nicht nehmen? Da ist eine Ölkanne! Da ist bestimmt kein Öl mehr drin, aber da ist eine Ölkanne! Verdammt mal. Ach ja. So. Es liegt auch so prominent hier, ne? Wo man denken würde, ja, da ist bestimmt was, das wir benutzen können. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Stimmt, ist hier noch was, aber das habe ich wieder nicht hier. Pixel genau getroffen hier. Wahrscheinlich. Gut, aber erstmal haben wir hier nichts. Weiter. Okay, wir haben einen Stahlhelm bekommen. Immerhin.
Flugzeug. Na komm. Führen wir mal ein paar Dialoge. Ehrlich gesagt fürchte ich, dass wir von Mariola nicht viel erfahren werden. Ich muss zugeben, dass sie in dem Teil stilvoll aussieht. Aber immerhin, sie haben schon darüber daran gedacht, sie zu sagen. Also, weil es gibt ja die Typen, also Männer, die sich einfach nur verkleiden wie Frauen. Aber die scheinen ja anscheinend schon... Sie haben alles mehr als bemerkenswert gut dekoriert. Sehr schick. Gefällt mir. Ich sehe, dass Carla dort hinten liegt. Schick mit C-H-I-C? Okay. Alles klar. gut. Das ist der Sound. Der Sound der frühen 2000er. Ende 90er. Okay, was? Ich glaube, dass es sich um den Mechanismus handelt, der die Bustür öffnet und schließt. Aber seltsamerweise ist keine Kurbel da, mit der ein Fahrer die Tür öffnen könnte. Oder schließen. Weiß Bescheid. Ich habe übrigens ein paar Zeichnungen gesehen. Ich weiß nicht, ob die echt waren oder ob die gefaked waren, aber da waren die Charakter, glaube ich, auch alle noch in Zeichentrick-Stil, also auch in 2D und nicht so wie in 3D hier, wie Brian jetzt aussieht und die ganzen Charaktere. Ich finde es aber persönlich auch echt so cooler, dass wir diesen 3D-Stil gepaart mit Zeichnungen haben. Finde ich eigentlich ganz cool. So, hier. Achso. Es ist voller Lippenstifte. In Ordnung. Ich nehme irgendeinen mit. Okay. Ich habe nicht vor, mich zu schminken. Aber ich kann ihn vielleicht für etwas anderes benutzen. Lippenstift. Hat Lippenstift nicht Öl? Er ist metallen und an der Spitze abgerundet. Wie ein Geschoss. Ah. Wie ein Geschoss. Okay. Ich ahne jetzt schon was. Nein. Zur Zeit. Okay, Brian. Ist okay. Schreib mich nicht gleich wieder so an. Ja, gehen wir mal rüber, oder? Ja, okay. Es ist halt, ja, ne? So, also wollen wir den Kühlschrank plündern? Er hat ein Vorhängeschloss. Man muss einen Schlüssel haben, um ihn zu öffnen. Schlüsselfirma. Dreck. Alter. Okay, aber das ist also, ja. Männerbrüste sind auch Brüste. Oder wie war's? Ja. Ehrlich gesagt sieht der Cocktail sehr gut aus. Ich glaube nicht, dass es Carla gefallen würde, wenn ich ihr den Cocktail wegnehme. Außerdem habe ich solche Mischungen noch nie getrunken. So blieb mir bis heute ein Kater erspart. Brian, du bist echt wirklich viel zu brav, meine Güte. Soweit ich das gesehen habe, in den anderen beiden Titeln, Teilen, die sie noch haben, also Runaway, ich weiß nicht, was mit Brian passiert, aber ich glaube, dieses ganze Abenteuer steigt ihm zu Kopf. Sie sind, sagen wir, eindrucksvoll. Ja, das ist es, eindrucksvoll. Die Miete? Nein, danke. Sie haben nicht meine Größe. Es ist... recht interessant. Das ist da jetzt Problem bei dem Bild? Nein. Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht an der Wand meines Zimmers vorstellen. Okay, gut. Schuhe hatten wir schon. Ja, sprechen wir mal mit Carla, ne? Ach, wie gut das Detail, dass man sie hier auch liegen sieht. Das ist ja voll gut. Es muss sich um eine Art Lüftung oder Abfluss handeln. Ich kann es nicht hochheben. Es ist am Boden festgenietet. Okay. Entschuldige, Carla. Ja, mein Schätzchen. Ach ja. Du scheinst richtig erschöpft.
bin ich, mein Lieber. Gestern früh war ich etwas unpässlich. Mein Magen. Ich nahm eine Tablette dagegen. Dabei vergaß ich, dass man sie nicht mit Alkohol mischen darf. Das hat mich völlig umgehauen. Am Nachmittag trank ich einen Cocktail. Türkische Leidenschaft. Übrigens eine meiner Kreationen. Du kannst es dir nicht vorstellen, mein Lieber. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein schlanker Körper schien eine Tonne zu wiegen. Fürchterlich. Heute geht es mir schon besser, aber ich fühle mich immer noch nicht gut. Ich muss mich noch ausruhen. Okay, ja, gut. Leidest du unter Magenbeschwerden? Naja, sporadisch fühle ich mich etwas unpässlich. Ja, du weißt schon, ab und zu übertreibt man etwas und, naja, sowas passiert. Zufällig habe ich heute das Sodbrennen. Kannst du mir... Zufällig habe ich heute etwas Sodbrennen. Nein, ich brauche das. Kannst du mir eine deiner Tabletten geben? Oh, es tut mir leid, aber ich habe keine mehr. Genau genommen, als ich gestern eine nehmen wollte, sah ich, dass im Glas nur noch zwei waren. Ich nahm eine und die zweite fiel auf den Boden und durch das kleine Gitter. Und du sagst, wenn man diese Tabletten mit Alkohol mischt, geht man völlig K.O.? Ich garantiere es, Schätzchen. Diese Mischung ist eine Granate und die Wirkung hält stundenlang vor. Also, wenn das eine Mischung ist, die unsere graziöse Carla umhaut, dann wird es einen normalen Menschen und nur mit, also einen normalgewichtigen Menschen, was ist schon normalgewichtig? Einen Menschen in den Body-Maßen von Brian, glaube ich, aus dem Leben kegeln. Türkische Leidenschaft, sagtest du? Und was ist da drin? Tja, das ist ein Berufsgeheimnis, mein Lieber. Meine wunderbaren Cocktails sind berühmt. Türkische Leidenschaft ist einer meiner Lieblinge. Aber ich habe doch andere kreiert. Sanfte Raserei. Schwarzer Herbst. Liebessäftchen. Kaiserin Sissi. Ja, eine Menge halt. Und alle sind Wahnsinn. Okay. Hast du eine gute... Oh Gott. Hast du irgendeine Idee, wie wir meine Freundin befreien und hier wegkommen können? Ehrlich gesagt, mein Lieber, bin ich derzeit nicht in der Lage zu denken. Aber du scheinst nicht nur hübsch, sondern auch intelligent zu sein. Du wirst dir etwas einfallen lassen, um deinen Plan in die Tat umzusetzen. Ich sage dir nur eines, glaube dieser Gina lieber nicht. Etwas sagt mir, dass sie ein gefährliches Flittchen ist.